Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Drug Dealer Simulator. Und gerade ist die Polizeistunde aufgehoben. Naja, irgendwann muss es ja soweit sein. Ich habe jedenfalls mal 11 Gramm vom Mary Chew in der Tasche. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier drauf und spiele quasi das Ganze nochmal. Weil ich habe nämlich vorhin eine Aufnahme gemacht, allerdings hatte ich extreme Frame-Probleme. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht nochmal sind. Weil das hat mich nämlich... Das hat mir nämlich echt zu schaffen gemacht, das Ganze. Und, naja. Jedenfalls habe ich die Aufnahme gemacht. Und die war einfach nicht nutzbar. Also das war absoluter Mist. Und darum muss ich jetzt die Aufnahme nochmal machen. Jo, um was geht's heute? Und zwar, ich möchte zum einen den Ruf steigern, und zwar in East Deadtown. Moment, wie heißt's? Ja, genau. East Downtown. Allerdings weiß ich halt jetzt schon, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird. Leider. Leider wird es nicht klappen. So, ich kann den Seesack einpacken. Ich kann das Geld... Naja, ist egal. Das Geld, das behalte ich jetzt einfach mal in der Tasche. Das Speed X, würde ich sagen, haue ich jetzt mal da rein. Das brauche ich nicht. Ansonsten muss ich jetzt mal gucken, ob ich noch ein paar Dosen da habe. Nein, habe ich leider nicht. Insofern muss ich mal gucken, dass ich mir... Ah, ich brauche ja... Ich brauche Tasche. Boah, Speed X, das macht mich immer so verdammt schnell. Tasche, Tasche. Na gut, dann nehme ich halt... Nee, warte mal, ich habe ja genug Geld einstecken. Ich kann mir die Tasche ja dann beim Händler kaufen vorne. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem Friend mit der grausamen Musik. Dann hole ich mir da nämlich ein paar Dosen. Und eine Tasche. So, servus. Ich möchte eine... Achso, eine Tasche habe ich ja einstecken. Moment, hier, zack. Spraydosen brauche ich. Ich könnte mir aber auch noch Taschen kaufen, ne? Weil dann hätte ich noch mal was als Zusatz. Ja, mach mal, das mach mal. So, lass mich raus, oh Mann. Das Speed, das macht mich immer so tierisch schnell. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich denn Aufträge habe in East Deadtown. Das bräuchte man nämlich auf jeden Fall, dass wir da ein bisschen hochkommen. Also, reingeschaut. Ich glaube, ein oder zwei waren auf jeden Fall drin. Und den Rest muss ich dann eben machen mit... Wenn ich jemanden sehe, mit Geschenken... Oder mit Spraydosen, weil ich würde schon gerne hier den Ruf nach oben bekommen. East Old Town. East Dead Town, ein einziger. 3 Gramm Big C, na super. Aktuelle Bestellung bestätigen. Dann nehmen wir uns eben hier mal 3 Gramm Big C raus. So, 3 Gramm. Und dann nehme ich nochmal... 2 Stück raus mit jeweils einem Gramm, weil ich weiß ja nicht, wen ich da sehen werde. So, das sind die 3. Und da habe ich dann jeweils 1 nochmal als Geschenkle. Die 2 schmeiße ich hier raus. Ah, sind das schöne Pflanzen. Die lasse ich aber auch wirklich da stehen. Aktuell brauche ich nämlich nichts weiter. So, da nochmal ganz kurz gucken. So viel Gras, ey. 28 Kilo, ne? Hab ich ja ausgerechnet. Neuer Kokainmix. So, wir haben einen Auftrag von 16, glaube ich, oder 18? 18 mal. Okay, den würde ich nämlich auch gerne auslösen wollen. 18 Gramm, 18 mal. Dann habe ich die nämlich auch gleich einstecken. Dann können wir das nämlich auch noch mit abliefern. Und dann wird sich... El Gustavo freuen, hoffentlich. So, wo? Direkt auf dem Friedhof, alles klar. Hm?
Quickslot 1 ist leer. Pfeifern Sie ein bisschen Kokain rein. Das sollte doch... ich hab doch den 1er-Slot. Hier, 1er-Slot. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ah, yes, okay. Und ich sehe plötzlich so viel heller. Oh. Schön langsam machen. Halt, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Hm, ich habe ein Geschenk für dich, und zwar das da. Das war auf jeden Fall wichtig. Wo stehst du? Da steht sie mitten am Weg. Vielleicht habe ich ja Glück und wir sehen noch jemanden. Du wolltest die 3 Gramm. Zum Glück habe ich jetzt an dir die 3 Gramm verschenkt. Ist da auch ein Fragezeichen? Nein. Laufen hier Bullen rum? Nein. Ich muss aber auf jeden Fall ein bisschen sprayen. Weil das wird nicht reichen. Vermute ich mal. Jetzt bringe ich erst einmal... Ah, da vorne. Aber der zählt nicht zur East Dead Town. Was willst du? Geschenk für dich. Das da. Zack. Nimm's dir. Gehen wir eben mal jetzt schnell darum. Ganz kurz hier an den Pickup. Zack, 18 Gramm rein. Und passt. Gut, jetzt wieder zurück. So leid es mir tut. Aber einstecken habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. So, einstecken habe ich nichts mehr. Das heißt, wir können nochmal East Dead Town hier. Mit der Town. Da kann ich nicht sprühen. Weil ich auf der anderen Seite gesprüht habe, ne? Da kann ich. Oh, ob ich das hochbekomme, ist natürlich echt die Frage. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, da werde ich nochmal her müssen. Da oben kann ich nochmal sprühen, das ist gut. Das Blöde ist nämlich wirklich, du kannst auf dieser Friedhofsmauer nichts sprühen und das ist assi. Du kannst eigentlich nur hier an den Wänden sprühen. Geh da rüber. Hier auch nämlich nicht. Kann ich da was sprühen? Nein. Nix. Ja, weil ich da gesprüht habe, ne? Da zumindest. Und dann müsste ich da drüben an der Hauswand auch noch sprühen können. Ob es natürlich reicht, dass wir da Bad Ace hier freischalten können, ist natürlich die Frage. So, da, und dann kann ich da vorne nochmal sprühen. So, und? Respekt nochmal um 60 hoch. Und hier kann ich auch nochmal sprühen. Und das war's dann auch schon. Ich habe hier nämlich die ganze Gegend schon mal abgelaufen. Die Musik ist cool. Da könnte ich mal noch sprühen für Mid Dead Town. So, die laufen natürlich in meine Richtung. Ist klar. Zack rein, Tür zu. Machen wir mal das Licht an. Gucken wir mal, ob es schon gereicht hat. Nee, leider nicht. Mindestens 700. Und auf wie viel bin ich jetzt? 621. Ey, Alter. Du wirst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wir echt 80 Punkte fehlen. Okay, drückt mir die Daumen. Ich werde mir jetzt halt hier mal 2 einzelne Gramm noch mit einstecken, weil das sollte normalerweise schon reichen. Akzeptieren, dann das da.
Dann nehme ich und ich schaue wieder alle Schränke durch, ne? Kokainmix. Nee. Nee. Nee, verdammt. Okay, das ist moderner Schrank, da ist aber nur Geld drin. Okay, alles klar. Ah, Spraydosen habe ich noch. Vielleicht ist es auch möglich, dass ich doch noch mal irgendwo spraye. Halt, warte mal, ich sollte mir noch mal eine Prise Coca mitnehmen. Das wäre vielleicht nicht einmal so verkehrt. Was haben wir da? 5 Gramm? 2 Gramm? Ja, gut. Dann nehme ich mir da noch eins mit. 1 Gramm, please. Danke. Okay, gut. Hier seid die Falschen. Da drüben muss ich welche haben. Ich weiß nicht, ob die auch über den Friedhof wandern, manche. Aber hier habe ich eigentlich noch keine Spaziergänger oder sowas gesehen. Nee, da ist niemand. Ist halt echt bescheuert, ne? Du vielleicht? Nein, dich kann ich nicht anquatschen. Du vielleicht? Kann ich dich anquatschen? Nein. Verdammt. Vorne läuft noch einer. Ich weiß nicht, ob der zur East Dead Town gehört. Ey, du siehst immer sonst so viele rumlaufen, weißt du? Und jetzt, wo es mal um Punkte geht, läuft kein einziger rum, oder was? Mal schauen, ob ich sprühen kann irgendwo. Koka ist halt auch richtig heftig. Ganz verpeilt. Oh, ich will irgendwo hinsprühen. Ich will markieren. Fucking Mist, ehrlich. Hier kann ich, glaube ich, nicht sprühen. Die kann man auch nicht aufsperren, ne? Oder so. Fragezeichen? Nein. Ach, verdammt. Echt bescheuert. Komm jetzt. Fragezeichen. Zeig's mir. Der will nicht. Du läufst auch noch hin und her, oder? Verdammter Mist, ehrlich. Vor allem die Hütten da drüben, die gehören halt zum Supermarkt. Von daher kann ich da sprühen, was ich mag. Naja, gut. Soll halt nicht sein. Boah, wie es alles verzieht, ne? Das ist der Hammer. So. Vielleicht sollte ich das ein bisschen mischen, mal Kokain nur mit Ventanyl, Meth. Mal gucken. So, wir könnten noch mal reingucken. Vielleicht haben wir ja noch mal einen Auftrag. Gustavo, wir könnten aber auch Gustavo endlich mal abholen, oder? Das könnten wir eigentlich auch machen. Ich soll doch Gustavo kontaktieren, oder? Ja. Okay, gut, dann machen wir das. Wir kontaktieren Gustavo Caldera. Bitten ihn um ein Meeting. Und holen uns im Grunde unsere Kohle. Okay, ich packe das jetzt einfach nochmal daher. Und fertig. Hauptsache, ich bin leer. Die Tasche lasse ich jetzt mal einstecken.
Einmal kurz, zack, gespeichert, okay. Und los geht's. Sir, stop. Ja. Are you carrying any drugs or weapons? Nein, Mickey Maus. Okay, you're clear. Okay, good deal. Süßes Stimmchen. So, zuerst mal in die Hütte, weil da kann ich dann erstmal die Tasche wegdroppen. Moment. Da wollte ich noch ganz kurz was gucken. Und zwar kann ich da die Dose reintun. Dann tue ich das Geld noch mit rein. Und dann machen wir einmal hier den Taschentrick. Weil wenn ich jetzt halt nämlich die Koffer hole, das sind 6 Stück an der Zahl. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Geld sein. Nee, warte mal. Ich habe doch hier irgendwo... Das habe ich doch gerade hier, zack, gesehen. Eins bitte nur. So, dann hier, zack. Jetzt haben wir den direkten Vergleich mal. Na, also ob ich mir jetzt Coca reinpfeife oder das, ist es eigentlich egal, ne? Yes. Wenn jemand von euch Loan for Cards gesehen hat, ich weiß ja nicht, ob ihr das Video von ihm kennt, da hatte er, ich glaube, 30 Koffer, an die 30 Koffer nicht abgeholt. Das heißt also, hier standen dementsprechend viele von diesen Typen und er kam teilweise nicht mal mehr hin, um die Koffer aufzunehmen. So, ich bin mal gespannt. Ich schmeiß jetzt erst einmal alle hin. So, den auch. Weil wir kriegen nämlich jetzt die ganzen Erfahrungspunkte. So. Und die tippeln nämlich jetzt halt schön in der Bolognese, weil die ja alle gleichzeitig losgelaufen sind, tippeln die jetzt halt hier durch die Stadt. Das ist irgendwie cool. So, und bei ihm waren es halt dann wirklich, ich sage jetzt mal, gefühlt 30 solche Typen, die da entlang laufen. Und die verschwinden halt dann einfach. Na, da macht es halt irgendwann mal Pop und dann sind sie weg. Also es macht nicht Pop, aber die verschwinden halt dann einfach. Die lösen sich halt dann einfach auf und fertig. So, einmal, zweimal. Und der nächste Run. Ja, gut, die müssen wir schon holen, weil nicht, dass die hier verschwinden. Dieses Tippeln ist zu schön. So. So viele Fragezeichen, weißt du? Und drüben gar nichts. Ich speichere nur mal ganz kurz. Sicher ist sicher. Ich meine, ich habe zwar nur dieses eine Grammy einstecken, aber es muss ja nicht sein. Oh. Yes, we smoke. So klingt es irgendwie besser, ne? Wenn man seitlich läuft. So, gut. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich schmeiße mal ganz kurz den Koffer da noch mit her. So, wir haben hier 19.500. Koffer einmal bitte da hinten hin. Dann der nächste. 23.400. Ah, okay. Sekunde. Kurzer Taschentrick, dass wir wieder was reinkriegen.
geht halt nicht anders. Irgendwie muss man tricksen und das ist ja hier in dem Spielstand der einzige Trick, den ich anwende. So, nächste auf den Haufen. Jawohl. So, dann hier. Dann nochmal ganz kurz mit der Tasche. Moment. Dann hier, dann jetzt. So. Zack. Und zack, hauptsächlich kriege ich die ganze Kohle da rein. Das ist die Hauptsache. Wie auch immer ich das machen werde. Ah, jetzt wird es bloß wahrscheinlich eng, oder? Ah, geht sogar. Okay, ich dachte jetzt, dass es vielleicht nicht funktioniert. Wenn du eine bestimmte Menge hast. So. Okay, so, und der letzte Koffer. Das wird ein Kofferfriedhof da hinten. Nochmal 31.000. So, und das letzte. So, und wir haben 150.000 an Bargeld eingesackt. Wow. Also da kam schon ein bisschen was zusammen. Doch das, dass wir halt jetzt halt nicht abgeholt haben vorher, ne, das war das natürlich recht viel auf einen Schlag. So, wie schaut denn unser Level aus? Das schaut eigentlich ganz gut aus. Wir gehen langsam in Richtung 70. Dann würde ich sagen, ich habe den Rucksack nicht einstecken. Ich habe... Ja, den möchte ich aber auch nicht raustun. Da sind auch noch die ganzen 14.000 drin. Da habe ich nur Koffer. Und hier hätte ich zumindest den einen, die eine Tasche. Ne? Warte mal, dann mache ich das so, dass ich hier mal zwei Stück rausnehme. Und hier die zwei Stück reintun. Mir geht es nur darum, dass ich was zum Tauschen habe. So, dann haben wir nämlich nur 40 Füllung. Das passt. Wir können die Spraydosen wieder mit reinpacken. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass vielleicht das drüben hinhaut. In East Downtown. Vielleicht haben wir ja wieder einen Auftrag. Ich muss noch mal reingucken. Das ärgert mich ein kleines bisschen, dass da nichts kommt. Sting, Sting, Kennel, Downtown, Two Towers, Kennel. Da kommt nichts, ne? Eastern Slums. Ich meine, im Grunde können wir überall hochpushen. Aber East Dead Town, das wäre halt das. Wir müssen auf 700, wir sind jetzt schon wieder auf 517 gefallen. Was wir, ach, was wir jetzt halt noch machen könnten, das wäre nochmal zu gucken. Ich bei Barney. Mike. Ob wir versteckmäßig noch mal irgendwas finden können. So, Dead Town, West Dead Town, West Dead Town, Bad Asia, Bad Asia können wir schon. Das ist nur eine Garage, ne? Aber ist egal, komm, die nehmen wir uns gleich. Man kann gar nicht früh genug anfangen. Bad Asia, West Old Town. East Dead Town brauche ich bitte. Ich bin mal gespannt, was wir da noch alles machen können. Ich hoffe zumindest vieles. Also, dass da noch viel Updates kommen werden mit verschiedenen Möglichkeiten. Weil aktuell ist es halt wirklich so, ja,
Es kam jetzt ja der Update mit dem Pflanzensammeln. Isoltown. Plus 3, Verkaufsanstieg, Erfahrungsboost. Wo ist das? Achso, nee, warte mal, das ist Isoltown. Wir brauchen ja East Dead Town. West Dead Town. Sag mal. Wüste? Jetzt aber komm. Bad Asia. Es gibt keins da hinten. Das ist ja übel. Das ist ja wirklich übel. Das würde heißen. Verdammt. Das würde heißen, verdammt. Wir müssen schauen, dass wir. Dass wir da nochmal rüberkommen und vielleicht nochmal die eine oder andere Spraydose zücken. Und ich hoffe, dass die Zeichen jetzt mittlerweile wieder verschwunden sind. Aber es gibt halt nur 60 Punkte, ne? Das ist halt das Blöde. Juhu! Hey, don't move or we tase you, buddy. Ja, ist in Ordnung. Ich wollte es mal probieren, aber man springt da extrem weit. Okay, clean. Go ja, home. Alles klar. Jetzt hätten die mich auch noch anquatschen müssen. So. Lasst uns mal gucken. Halt. Ab in den Bunker. Mal ganz kurz hier noch was einstecken. Was habe ich da? Was habe ich da? Viagra. Ich will den Leuten nicht Viagra verchecken. Kokainmix. Produkt verpacken. So. Dreimal erschaffen. Bitte einstecken. Kleiderschrank. Moderner Schrank. Mit einem Päckchen Speed X, bitte. So, dich legen wir da drauf. Und euch verteile ich dahin. Ich hoffe halt immer noch, ne? Ich gebe da nicht auf. So. Einmal gespeichert, bitte. Und los geht's. Ja, da laufen natürlich genau jetzt halt hier Bullen rum, ne? Wohin laufen die? Komm, Fragezeichen. Gib mir ein Fragezeichen. Gib mir ein Fragezeichen. Ah, Sack. Die da drüben aber auch nicht. Da. Yes. Danke, danke, danke. Geschenk für dich. Respekt. 524. So, jetzt muss ich bloß noch mal ein bisschen sprühen können. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich will unbedingt Bad Ice hier freischalten. Das habe ich zum Beispiel in dem vermasselten Ding nicht geschafft. Hier hat kein Fragezeichen. Okay, dann sprühen wir hier nochmal. Wenn die mich jetzt so 10 und filzen wollen, dann renne ich natürlich. 700. Komm jetzt. Kann ich da nochmal sprühen? Nein. Einmal Speed rein. Und ab zurück. Also ich muss das unbedingt nutzen, dass wir jetzt gerade über 700 sind. Okay, ran an den Computer und freischalten. Yes, wir haben Bad Asia freigeschalten. Yo. Jetzt ein neues Verkaufsgebiet. Das ist doch mal cool. Scarlet Dragon, ist da hinten ein Haus oder wie? Das soll man wahrscheinlich dann irgendwie hin, Scarlet Dragon. Kann ich mir gut vorstellen. Jedenfalls werde ich jetzt mal an der Stelle den Speicher setzen.
und sagen danke fürs Zuschauen. Danke, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst. Danke, wenn ihr Kommentare reinschreibt. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch mit dabei seid. In dem Sinn, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.